Willkommen zurück hier bei InGames, wo sich Spiele wie zu Hause fühlen. Wir spielen immer noch Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, sind immer noch mit dem PlayStation Network verbunden, speichern gerade unser Spiel und haben im letzten Teil den Harrier besiegt. Colonel, Metal Gear is already gone active. It's not too late. You can still prevent a nuclear strike by securing the president and preventing password confirmation from taking place. Get to the president. He's in the core section of Shell 2. I'm checking the satellite images. Looks like you can get to the core from the other side of Strut L. The core hasn't gone under yet from what we can tell. Follow the railings down, then jump onto the pipes. The only viable strut in the outer perimeter is the L. That attack just now doesn't make any sense. It's like they have no more use for this place. Colonel, you were monitoring the codec calls. That man was the real snake all along. Maybe. Maybe? Don't let your guard down with him. Why do you say that? Because they were never a part of the simulation. They're an unknown factor. You can take your simulation and... We're out here, we bleed, we die. Calm down. I suggest that you do, Raiden. Even if that is Snake, that has no bearing on your mission. Colonel, you and Snake used to be on the same side. I don't understand. I read about you and Snake in the Darkness of Shadow Moses. I don't give a damn what that piece of trash said. Do you get me? Tja, der Oberst hat sich wohl mächtig verändert, zumindest wenn das Roy Campbell sein soll. Und ja, wir sind hier auf der Verbindungsebene und kommen hier nicht mehr rüber. Also wir sind immer noch... Nee, hier wollte ich gar nicht hin. Wir sind immer noch auf der falschen Ebene. Ich glaube, wir müssen mich da rüber, nach Shell 2. Kommen wir aber nicht mehr. Also müssen wir jetzt da irgendwie zu einer Verbindungsebene, sagte sie. Oder... Oh. Raiden, what's going on? Raiden! Raiden! Was vorgeht, Snake? Kann ich dir sagen. Der legendäre Raiden ist hinabgestürzt. Nein, wir müssen uns hier lang hangeln. Hier war das, bitte einmal zur Seite und dann auf das Rohr. So war das nämlich. Schön hochgucken. So, wir seilen uns ab, aber vorsichtig bitte. Da drüben ist auch eine Ration, die nehmen wir gerne mit uns, aber vorsichtig. Nimm schon auf. Hier ist Vogeldreck, da muss ich aufpassen, nicht, dass ich ausrutsche. Kann ich da nicht hochklettern? Gemein. Ja, ich sehe es, da brennt's. Ich brenne. Troll dich doch mal. Meine Güte. Wow, renn. Hier wollte ich nicht lang, oder? Ah doch, ich kann hier runter. Raiden! Raiden, is everything all right? Raiden! Raiden! Ach nö, jetzt darf ich das Ganze nochmal machen? Das ist so unfair. Ich habe das Gefühl, die Haare von Raiden werden auch immer länger. So, sicher gelandet. Schön draufbleiben. Dann die Ration mitnehmen. Da war, glaube ich, ein wenig Vogeldreck auf dem Rohr. Kann das sein? Echt? So ein Magical Rex habe ich im ersten Teil mal eben so besiegt. Okay, ich habe auch viele Versuche gebaut, aber den besiege ich mal eben so. Und hier komme ich wegen so einem blöden Rohr nicht weiter. Vor allen Dingen, lande doch da im Wasser. Da vorne ist doch so eine Insel, kletter da wieder hoch. Gut ist. So. Ration mitgenommen. Danke. Hier komme ich irgendwie nicht hoch, komischerweise. Und sobald ich hier bin, seht ihr, weht das Feuer. Also auch keine Möglichkeit hier. Wow, renne jetzt einfach weiter, Raiden. So, dann kommen wir jetzt hier rüber. Lass mich fallen lassen. Diesmal hat es funktioniert. Och nö.
This is not a pretty sight. Hurry up and check the situation. Ich hab da nochmal ein Betäubungsgewehr. Habe ich getroffen? Habe ich nicht getroffen? Ach nö! Das. No. Ich habe meinen Stick nur nach rechts bewegt! Jack, please answer me. Jack! Jack ist. Was auch immer. Nein! Oh, ich hasse diesen Teilabschnitt gerade sowas von extrem. Komm hier rüber, komm hier rauf. Sehr schön, dann nochmal hier rüber. Abseilen. Jetzt geht das wieder los. This is not a pretty sight. Hurry up and check the situation. Ach komm, jetzt muss ich ja noch rüberspringen. Oh! Warum schläfst du nicht mal? Hinter mir ist so einer. Jetzt reicht's mir. Meine Güte. Kletter hier einfach rüber, Raiden. Aber weh, diese komische Möwe nervt mich hier gleich. Ja, wir sind durch, wir sind durch. Juhu. Ah, ich dachte schon, wir schaffen das gar nicht mehr. Blöd gelaufen mal wieder. Wo ist das Teil? Meine Güte. Moment, ich kann auch zu einer Box. Kann ich das hier nicht benutzen? Na toll. Warum habe ich jetzt gerade keine... Diese blöde Drohne hat mir jetzt alles kaputt gemacht. Aber warum schnauzt ihr mich an? Ich kann doch nichts dafür. Request.
schläft, juhu, er schläft ein. So, der ist auch eingeschlafen. So, jetzt verarzte dich mal, Raiden. Und dann auch in die Hocke gehen, weil da kommt gleich ein Hindernis. Nicht, dass wir schon wieder runterstürzen. Wobei, eins muss ich lassen. Diese Art von sich fortbewegen von Raiden, enorm. Das wird ja ich nicht mehr schaffen. Keine Falle mehr diesmal. AK-Munition, okay. Hier stürzt nichts ab. Das ist sehr schön. Eine Ration nehmen wir auch gerne mit uns. Ich höre was. Wo sind die Dinger? Ich höre es, ich kann es nur nicht sehen. Da, ich sehe es jetzt. Ach, du sollst doch nicht schießen. So. Ach, da ist noch so ein Teil. Da sind wohl noch mehrere solcher Teile. So, da ist Shell 2. Und hier jetzt? Hm. Hat sich erledigt, da komme ich doch eh nicht rüber. Oder doch, mit einem Sprung dürfte ich es vielleicht schaffen, aber erstmal gucken, was so hier ist. Sokum Bullet, komme ich hier rein? Wieso nicht? Level 5? Okay, Level 5 habe ich definitiv nicht. Aber ich wusste auch nicht, dass ich so eine hohe Stufe brauche. Hier haben wir nochmal PSG-1 und Scharfbullet und hier ist die Tür kaputt. Also habe ich gar keine andere Möglichkeit, als hier rüber zu springen. Geronimo! Das war knapp. Dann können wir uns sicher hier rüberhangeln. Dranpressen und rüberhangeln. Komm, das packst du. Das packst du. Das packst du. Schön, wie er sich dann doch noch hochzieht, obwohl ihm die Kraft ausgeht. So, und hier? Ah, da geht's weiter. Irgendwas habe ich aktiviert, deaktiviert, subaktiviert. Ach, das kennen wir doch schon. My father had some unfinished business with him. Olga, calm yourself. You can't change the plan because of your personal feelings. Then screw your plan. I've been waiting for this day. Yes. And I will send him to the bottom of the ocean, right next to my old man. The launch comes first. Damn it. Where is Ocelot? Not here. Don't talk that way about one of your own. He's not one of my own. He left my father to die, remember? Olga, we'll talk later. We need to get started on the final checks for the unit. All right.
I'm headed back there. The upper connecting bridge to Shell 1 is down. What about the chopper? The Kamov is out of action. Take the oil fence from Strut L. I'll tell my men to start pulling out. Not yet. Their retrieval comes last. The intruder's still at large. Snake. What about the other man? He's got luck on his side, certainly. He survived that explosion. Listen, Olga, the code confirmation is in 1 hour. Keep the president alive until then. I know. No one gets in here. Turn the currents on. Of course. High voltage currents on. The door stays shut unless the president manages to take out that circuit panel from inside the room. And it's no job for bare hands. All right. Come back immediately. One more thing. What? We leave for Russia when this business is done. I want half the money for that. Of course. That was part of the agreement. We start living for ourselves after this. If there's anyone who wants to stay here, I want you to take good care of them. Gladly. Gerlukovich soldiers are the cream of the crop. It's time they went free. What happened to rebuilding Mother Russia? The old man is dead. The world is a different place now. It's your life. Just as a reminder, I'm going to say this again, one last time. Don't try anything on us. The feeling is mutual. Weg. Sie sind weg. I'm in front of the room where they're keeping the president. Everything all right? No sign of flooding, but I can't get close to the door. The floor is electrified. Don't test it. You'll be bacon. Any suggestions? Remember the Shadow Moses VR training. Take out the circuit panel? Right. But there's no way into the room. Try ventilation ducts. Yeah, I think I see one. Look for a remote control missile launcher. You can guide it through the duct into the room. Then target the circuit panel. Got it. Right, but make sure you don't hit the president. The president is wired with nanomachines. If we know the frequency, I can raise him. We've tried that repeatedly, but there's no response. It looks like the walls have a built-in radio shield. So that's why Ames lost contact with him. If you need to confirm his position, you can log into the node. Understood. Locate a remote control missile launcher first. Ja, das werden wir erstmal nicht tun, denn wir werden jetzt erstmal Rose anrufen und ich werde das Ganze hier beenden. Ich habe dann nämlich schon, ich überlege gerade, das müsste der 17. Part raus sein. Und dann können wir das Ganze hier speichern. Rose wird uns dann sehr wahrscheinlich noch aufmuntern, wie auch immer. Auch du darfst überschreiben. Sehr schön. Jack, how's the mission going? Fine. Fine? Is that it? Look, I really don't feel like talking about the mission. At least with you. I want to talk about something else. Okay then. Let's talk about you. Me? Yeah, your least favorite subject. That's not... Oh yeah? Then go ahead and say something. Like what? Anything. Tell me something about yourself. I can't think of anything interesting to say. Why do you want to talk about me so badly? Because I'm curious. But why? Is it really that strange to want to know more about someone you love? No, it's not strange, but... You know, sometimes I... Oh, look, now we're talking about me, not you. Why won't you tell me anything about what you were like as a child? What kind of things you like to do? What kind of people your parents were? I've never heard you talk about any of that. Why? I... Don't you think it's just a little bit unusual that I don't know anything about my own boyfriend's past? Rose, when I get back, I'll tell you everything. Is that a promise? Yes, it's a promise. Tja, nette Unterhaltung.
Und für uns heißt es jetzt auf jeden Fall, wir können diesen Part erstmal beenden. Wir sehen auch schon, dass die Ebenen hier, die Ebene, was ist das, H und G nicht mehr betretbar sind. Auf jeden Fall sind sie abgedunkelt, was auch immer das bedeuten mag. Wir werden jetzt auf jeden Fall diesen Part hier beenden. Ich hoffe, er hat euch gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Part von Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty wieder ein, wenn wir versuchen werden, den Präsidenten zu befreien. Danke fürs Zuschauen und bis dahin.